Besonders die Tatsache, dass wir aus Amerika hierher gezogen sind und uns unsicher waren, ob wir uns wirklich hier wohlfühlen, ob die Kinder hier Fuß fassen können. Aber dieses Haus hat uns wirklich den sicheren Hafen gegeben, den wir gebraucht haben, um dass wir uns alle hier wohlfühlen. Ich hatte schon immer eine bestimmte Vorliebe, eigentlich in Wohnzeitschriften zu blättern, um mal zu schauen, wie andere Leute wohnen. Und bin eigentlich total per Zufall auf einen Artikel gestoßen, auch von Arke Haus, und habe dort gesehen, dass auch für eine Familie aus dem Ausland heraus gebaut hat. Und da haben wir gedacht, ach, das wäre doch vielleicht was für uns. Er hat schon Erfahrung, aus der Ferne zu bauen. Für uns war von Anfang an klar, dass wir eine Stadtvilla bauen. Einerseits zwar klassisch vom Baustil, aber dennoch modern und klar in den Strukturen. Deshalb zum Beispiel die anthrazitfarbenen Elemente draußen, die Farbelemente. Und von der Front war es uns wichtig, dass das nicht nur, sag mal, eine große weiße Front ist, die einen erschlägt, sondern dass sich da ein bisschen was bewegt und ein bisschen Leben drin ist. Mir waren die Fenster sehr, sehr wichtig, dass wirklich viel Licht und Freude hier in dieses Haus kommt und auch nicht nur von außen, sondern dass wir auch kleinere Fenster im Innenbereich haben. Dann haben wir einen großen Wohnen-Essbereich. Auch das war uns wichtig, dass das sehr offen und großzügig wirkt und ist. Mhm. Auf der anderen Seite, aber trotz alledem, haben wir den Wohnbereich, wo das Sofa steht, so ein bisschen abgesetzt, verschachtelt, auch durch den Kamin noch mal halb getrennt, sodass dann eine Art Gemütlichkeit entsteht. Im Obergeschoss haben wir die Galerie und da haben wir die Brüstungswand durch ein Glaselement ersetzt. Wenn man dann in den Elternbereich geht, dann kommt man zuerst durch die Ankleide, wo man dann rechts und links Kleiderschränke hat. Und dann kommt auf der linken Seite das offene Schlafzimmer oder der Schlafbereich. Auf der anderen Seite ist dann unser Wellnessbad. Im Kinderbereich befindet sich das Gästezimmer, zusammen dann Kinderbad, zwei verschiedene Kinderzimmern, ein großes für die Jungs, was sie sich teilen, und das kleine ist für das Mädchen. Mein Lieblingsplatz im Haus ist hier der Essbereich. Ich kann kochen, wir sehen im Winter den Kamin, kann vom Essplatz aus das Wasserspiel im Garten sehen, und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die Lieblingsplätze der Kinder sind eindeutig ihre Kinderzimmer. Wir haben damals bei der Planung unsere Kinder mit einbezogen und jeder durfte sich etwas aussuchen. Und niemand konnte sich vorstellen, dass wir das aus der Ferne realisieren, so ein großes Vorhaben. Oh, es hat super geklappt. Es hat wirklich, wir sind total begeistert. Es ist genau das geworden, was wir uns vorgestellt haben. Also wir haben wirklich das Wunschhaus realisiert und sind damit absolut zufrieden und glücklich und haben einfach unser Traumhaus, wie es ja immer so schön heißt, einfach in die Tat umgesetzt.